Moin, moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Divinity Original Sin hier bei Because Gaming is Fun mit Krischi. Hallo. Und mir. Und wir erkunden hier immer noch den Brunnen, das wo wir letztens. Langsam. Ja. Da ist ein komischer Stein, mit dem man interagieren kann. Da sind drei Gegner. Dann ein Stück weiter vor. Ich würde gerne wissen, was man mit dem Stein machen kann. Das ist ein totes Skelett. Ein stümperhafter Zauberer der Untoten. Weißt du, was mich jetzt mal interessieren würde? Was? Nein! Ups. Ich wollte gerade schon drauf schießen und den Kampf dadurch eröffnen und ihm schon mal Schaden machen. Hoppala, ja, das war... Kannst du ihm da eine richtig dicke Öllache in die Mitte setzen? Da kommen die doch kaum durch. Null. Okay, das war jetzt nicht der gehoffte Effekt. Geil. Erstmal Zug verschwendet. Ein Stück nach vorne. Aktionspunkte 3 habe ich noch übrig. Jetzt geht's. Jawohl! Ja, der war gut. Ah, schade, dem fehlgeschlagen, aber der ist so der gut ist wie down. Ja, aber bestimmt nochmal ein Zauber wirken und das wird wehtun. Oua! Ja, Tal. Warum eigentlich immer auf mich? Arschloch. Ah nein, ich heile! Weißt du das? Danke. Ah, schade, ich dachte, man kann nicht nur so quasi backstabben. Nee, du. Gerade den großen, weißt du? Ja. Oh, toll. Sehr gut. Läuft. Nächstes Mal erst näher rangehen, dann schießen. Erst näher rangehen, dann schießen. Oder so. Der trifft immer. Verfehlt, Gott sei Dank. Jetzt gehe ich näher ran. Und schieße. Bang. Huch! Oh Scheiße, jetzt habe ich rausgetappt. Egal, Aufnahme läuft noch, hoffe ich. Hallo? Jetzt mal interessieren würde. Achso, du bist schon dran. Ich bin jetzt unsichtbar, jetzt dürfte mich ja doch nicht angreifen können, oder? Doch. Weiß ich nicht. Scheint sich zu erledigen, wenn man eine Aktion tätigt. Schade. Ja, jetzt steht Wolfgraf schön im Weg von dir. Nein. Glück gehabt, ey. Alles können. Jetzt stehe ich schön im Weg von Jakob. Ja. Kann diese Runde eh nichts machen. Ja, Han meine ich. Ja. Aua. Hallo? Ah, es hat gar nicht so viel Schaden. Wolfgraf fällt was aus. Ich kann nicht so wirklich was machen. Ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass du ihn platt machst, wa? Jo. Ja, der hat ja kein Leben mehr. Okay. Alles klar. So, erstmal looten. Hier war ein komischer Stein, den will ich... Wollen wir erst nicht looten, bevor du den Stein machst? Okay.
Pfeil nehme ich mir mal. Ja, dekoratives Zweihandschwert solltest du vielleicht, obwohl, eine Zweihandwaffe. Ich brauche keinen Zweihand. Kannst höchstens Wollkraft geben. Den Feuerstab brauche ich auch nicht, so einen habe ich. Ich brauche ihn auch nicht, dann gib ihn Jahan. Ah, da kann ihn eigentlich auch nicht, okay. Wir müssen ja auch nicht alles mitnehmen. Ja. Hier, diesen, mit diesem Stein kann man interagieren. Ja, wollen wir es mal tun? Weiß ich nicht. Ja, doch, tu es, komm. Dafür sind wir hier. Ich habe nicht das richtige Werkzeug zum Schürfen. Okay. Ja, da können wir wahrscheinlich Erze, so damit man Sachen schmieden kann, wa? Wie ein Byron hier. Ja, das wäre... Das, was gelb ist. Das ist eine Ratte. Hier ist ein Ölfass. Alter, du rennst aber auch radikal nach vorne, ey. Das ist ein Sarg. Warum ist da ein Sarg? Warte mal. Sind wir hier etwa... Nee, hier sind wir nicht da, wo wir hin müssen, oder? Würde mich sehr überraschen. Hier ist eine Leiter. Und ja. Nach oben. Klick da einfach mal auf. Nein, ich bin nur daneben gelaufen. Ach so. Ach, dass er dann immer speichert, wenn man zu neuen Arealen kommt. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir mal nach oben gehen gucken? Ja. Gehen wir mal wieder runter. Mama. Gegebenenfalls. LOL! Alles nicht ganz das, was ich jetzt erwartet habe. I don't have the right tool for digging. Ich hoffe mal, hier ist die richtige Position. Wollte gerade sagen. Sieht gut aus. Ja. Ah, guck mal. Okay, wir haben kurz einen Shortcut nach Cesial gefunden. Nice. Kann man machen. Auf jeden Fall. Gut, dann laufen wir hier vorne. Ich hoffe mal, die Monster sind nicht gerespawnt. Das war's ich. Ah, ist kein Dark Souls. Ne, da liegen die Leichen auch. Dann links lang? Oder hier auf das Ding. Wollte ich gerade sagen. Lass mal erstmal gucken, Schlüssel, was das Ding hier ist. Schlüssel. Was? Nehmen wir einen Schlüssel mit, wa? Wo ist so ein Schlüssel her? Ho! Krasch, ey. Sascha. Er sagte, ho, our enemies have laid us a trap. Unsere Feinde haben uns eine Falle gestellt. Wo sind wir da hinten? Ist ein Schalter. Du bist verlangsamt. Also, Wolgraf. Aua! Oh Gott! Weg hier! Krogi? Nicht da stehen bleiben? Alter, what the fuck. Wir sollten vielleicht mal von dem Schalter da runter. Der betätigt die Falle. Warte. Eieiei. Ja, ich weiß, Gesundheit ist niedrig. Jetzt lass mich zu Jahan wechseln. Krischi, welche bist du da? Du bist der. Das haben wir richtig geschickt gemacht, wa? Scheiße, die Bombe, die Falle bleibt auch aktiviert. Ja. Aber egal, da kommen wir durch. Das Rätsel sieht simpel aus. Warum ist da jetzt auch noch Gift? Das ist aber assig. Wo bin ich denn? Da bin ich. Mit einer Bartaxt. Gebe ich auch mal Wolgraf. Ich gebe alles an Schwert an Wolgraf, ne? Ah, nimm hin. Magst du vielleicht kurz speichern? Ja, mach ich gleich. Da liegt ein mittlerer Heiltrank in der Mitte. Ich weiß. Aber dafür musst du erst die Falle deaktivieren. Ja. Ich habe einen Anzeigebug bei meinem Leben. Aber gut. Hast du einen Anzeigebug bei deinem Leben? Weil bei mir die ganze Zeit steht, ich habe 156 Leben. Aber ich sehe ja oben links, wie meine Lebensanzeige immer wieder hochgeht jetzt. Ja. Kannst du mich auch nochmal heilen? Ich habe nur 90 von 120. Ja. Wolgraf auch. Leute! Survive doch mal! Danke. So, warte mal, wie können wir denn jetzt hier gehen? Vorsichtig. Hier, ein weiter. Hier können wir wohl hier durch und dann da hoch. Da war gerade. Wolgraf hat deine Falle entdeckt. Ah. Ist das deaktiviert? Scheint deaktiviert zu sein. Ja. Nee, warte mal, ich will. Das ist doch ein schlechter Witz. Was hast du getan, Sascha? Ich deaktiviere es. Jahan ist über diesen Schalter darüber gelaufen. Da konnte ich überhaupt nichts für. Wolgraf auch.
Ach scheiße, auf den mittleren Halt rein. Was ist denn hier drin? Hier ist ein Schmiedehammer. Benutzen, um damit Ausrüstung zu reparieren. Sehr gut. Nehmen wir mal mit. Aber wenn die Schmiede fertig... Verschlossene Tür, die könnte ich öffnen. Ich habe nicht genug Stärke, das ist aber doof. Da, Vorsicht. Ja, direkt in die nächste Falle reingerannt, sehr gut. Da liegen Minen. Ja. Vorgraf sagt, dies ist ein gefährlicher Ort. Das ist der Schalter zum Deaktivieren. Wollen wir hier bleiben? Wie sollen wir hier wegkommen? Da hinten ist die falsche. Okay, komm, ich würde sagen, wir gehen hier weiter, oder? Wie soll ich denn zu dir hinkommen? Einfach irgendwo durchlaufen. Boah, ich habe die Mine schon mal deaktiviert. Versuch gleich mal zu... Nein, du nicht sprechen! Was tust du? Ich rede! Brich's ab! Alter! Alter, der NPC ist so blöd, der läuft jetzt mal drüber. Du kannst ja eigentlich auch die Kette von ihm wegnehmen, dann bleibt er eigentlich stehen. Warte, ich kann da nochmal ver... Was hast du jetzt gemacht? Nichts, warum? Bei mir war ihm... Da ist ein Schlüssel. Nehme ich auch mal. Alter, what the fuck, ey? Keine Ahnung, Holzkiste. Hier ist auch noch Skelett. Noch Zutat oder Nahrung? Ja, komm, nehmen wir mit. Aufgeschlossen. So, vorsichtig, nicht, dass da gleich wieder Dinge sind. Tagebuch. Du bist gerade aufnehmen dann, ne? Dann nimm mal das Tagebuch. Ach, geil. Lesen. Okay, Tagebuch. Da schauen wir doch mal rein. Lesen. Okay, ist etwas über eine Seite. Der Umschlag des Tagebuchs ist aufgequollen und verwittert. Es knackt und knirscht, als sie eine vergilbte Seite aufschlagt. Dritter Rubren. Sie wälzen sich durch den Tunnel wie große schleimige Ratten. Schon bald werde ich ihre Schritte hören, ihr Schlagen an meiner Kellertür. Dass die Schmiede von Cisial hierfür schließen... Was? Dass die Schmiede von Cisial hierfür schließen wird... Diese Türen, die seit 100 Jahren bei Schneeregen wie bei Sonnenschein offen stehen, werden wegen einer Schar lebender Knochen geschlossen. Vierter Rubren. Heute werden die letzten Feuer in meiner Schmiede brennen. Ich habe zahlreiche Fallen gebaut. Ich habe gehört, dass die Untoten kein Feuer mögen. Also werden sie eine Menge davon abbekommen, wenn sie es wagen, zu diesem Keller zu kriechen. Ich hoffe nur, dass keine Unschuldigen diesen Keller betreten, bevor die Fallen zugeschnappt sind. Aber dieses Risiko muss ich leider eingehen. Ah, danke, du scheiß Schmied. Vielleicht finden wir jetzt was zum Schmieden. Wenn wir hier die Treppe hochgehen. Ja. Bam, 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 bam. Wo kommen wir raus? In einem verlassenen Haus. Hurra! Gemälde eines Mannes. Erstmal mitnehmen. Das ist eine Ratte! Da ist drin. Gemälde einer Frau. Fertigkeitenbuch des Stolperns. Fertigkeitenbuch der Verstärkung. Verleiht einem Ziel magische Rüstung. Solltest du auf jeden Fall nehmen, wa? Ich nehme das Gemälde. Ihr habt ein Fertigkeitenbuch gefunden. Lies es, um seinen Inhalt zu lernen. Okay, dann kriege ich wohl meinen ersten Zauber dazu. Benutzen wir mal. Ihr habt eine neue Fertigkeit gelernt. Drückt K, um euer Fertigkeiten. Was ist los? Alles safe. Alles klar. What the fuck? Was für eine Fertigkeit habe ich denn jetzt? Das ist eine dritte Erdfertigkeit. Verstärkt gewährt einen Rüstungsbonus von plus 65. Das ist nett. Okay, ich habe hier was für einen Dieb gefunden. Ich gebe das mal an Wolgraf und mach das dann mit Wolgraf, wa? Ja, klar. Stufe nicht hoch genug. Erfordert Stufe 4, okay.
Ja gut, wissen wir Bescheid. Hier ist noch ein Buch. Wer schmilzt. Rezept freigeschaltet, das war zu erwarten. Ja, gehen wir dann durch den Keller jetzt zurück? Hier oben ist doch ein Dings. Ja, aber wollen wir echt wieder durch Cisial durchrennen? Ja, einmal zum Friedhof. Ganz schnell. Achso, ja gut, das stimmt natürlich. Wo sind wir denn hier überhaupt genau? Keine Ahnung, aber vielleicht können wir nochmal kurz Stuff verticken. Ja. Gelesene Bücher können wir wohl wieder verkaufen, oder? Denke ich. Was ist denn das da? Okay. Das ist geil. So, auch so eine Pfeifenmusik, so ein Lied? Nee, hab ich grad nicht. So, dann wollen wir doch mal mit dir handeln. Nehmen wir die ganzen Scheißbücher brauche ich nicht mehr. Achso, man braucht sie nur einmal anklicken. So, was für ein Wasserstab. Weißt du, was ich nie weiß? Brauchen wir die Zutaten noch? Irgendwann brauchen wir sie garantiert. Aber... Kann ich dir denn alle in den Rucksack packen? Na gut, egal, ich behalte sie erstmal. So, und dafür hätte ich gerne 200. Nee, ich möchte schon was dafür, du. Seid ihr sicher, dass ihr nichts im Gegenzug haben wollt? Doch. Plus ein Sympathie, sehr gut. Gut. Was ist los? Ja, alles schön reingezogen, festgestellt, ey. Ja, kein Gold zum Verkaufen. Sehr clever, Kredit. Ich wollte trotzdem nochmal. Mein Bogen aus. Haltbarkeit 57 von 60 auch alle. Ich hatte noch irgendwo einen unidentifizierten Gegenstand hier. 40 Gold würde mich das kosten. Was macht bitte? Ha? Ja, schlecht. Das ist auch ein Gegenstand der Stufe 3. Achso, okay. Wir haben echt keine Leute mit Stärke, wa? Hier erfordert alles Stärke. Okay, hier kann ich Bücher kaufen. Okay, Fertigkeitenbuch des Quellenjägers. Querschläger kann ich ja schon. Fertigkeitenbuch des Querschlägers. Fernangriffhaltung kann ich auch. Der Verstummung. Ach ja. Stumm zu verursachen. Karma des Überlebenden. Aha. Ja, Leute, wir müssen hier kurz auf den Krischi warten. Anna? Nützt ja nix. Ich kann ja nicht zu weit gehen, nachher starte ich einen Kampf und dann habe ich keine Schnitte alleine. Wo bist du denn schon ganz hin? Ich bin schon wieder in der Höhle. Boah, Junge! Ja, Mensch, du brauchst so ewig lange! Ich dachte, hier ganz gemütlich, weiße und ruhig und nee, nicht mit Sascha. Nö. So, jetzt ist die Frage, geht's hier überhaupt noch weiter? Ja, links war doch noch ganz viel, oder? Ich weiß nicht, ob das ganz viel ist. Das weiß ich auch nicht. Das... Aber doch, da ist noch ein Gang. Hoffe ich. Doch, sieht so aus. Doch, da unten ist noch was, ja. Okay, schön. Dann komme ich jetzt zu dir. Gut, aber den Weg macht Krischi offscreen, denn die Folge ist schon wieder rum. Ernsthaft? Ja. Leute! Das langweilige Ende. Was? Dann tut's mir leid für das langweilige Ende. Leute!
Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Haut rein. Bis die Tage. Ciao.